Na dann herzlich willkommen, liebe Rugby-Freunde, zu einem, wie ich jetzt schon festhalten kann, glaube ich, denkwürdigen Nationalmannschaftsspiel unserer DRV-15er-Auswahl. Ja, es war eine turbulente Woche. Bei mir ist unser Co-Kommentator und Experte heute, Martin Schlemmer. Martin, grüß dich. Servus. Auch ich freue mich natürlich, hier an Bord zu sein. Und du hast es angesprochen, das sicherlich denkwürdige Nationalmannschaftsspiel von hier aus mitverfolgen und mitkommentieren zu dürfen. Es freut mich sehr, dass du da bist, denn es ist der dritte Test in 14 Tagen. Aber ich denke, es wird ein sehr denkwürdiger Test, denn es gab ein großes Rugby-Beben unter der Woche. Die komplette Mannschaft ist am Dienstag zurückgetreten. Die komplette Mannschaft hat einen Boykott ausgerufen für dieses Spiel. Es gab einen riesen Trouble, aber jetzt wollen wir erstmal die Hymnen hören. Wenn die chilenische Nationalmannschaft die Hymne schmettert, natürlich jetzt auch noch die deutsche. Und danach werden wir mal die Chronologie dieses Bebens durchsprechen. Ja, es war eine turbulente Woche. Also, wir haben in die Gesichter geguckt. Die Jungs, die sind heiß wie ein Webergrill im Sommer. Die wollen richtig Vollgas geben, denn es hat sich einiges getan. Am Samstag gab es den großen Trouble. Sean Armstrong, der Kapitän der 15er Rugby-Nationalmannschaft, hat auf der Pressekonferenz einige Punkte angesprochen, die ihm und der Mannschaft nicht so gefallen. Dann gab es aber die Aussage, man wird auf jeden Fall spielen. Dienstag ein offener Brief, unterschrieben von Sean Armstrong und Pop Meyer, die gesagt haben, nee, wir spielen doch nicht, weil es gab offensichtlich keine
vernünftigen Gespräche, die geführt wurden mit dem DAV zusammen. Das ist immer so ein bisschen der Zwist zwischen natürlich Dr. Wild von der Wild Rugby Academy, der natürlich den Rugby-Sport in Deutschland fördern möchte. Da gab es ja diesen Ärger auch um Sponsoring, auch um diese ganzen Geschichten. Man war unzufrieden. Offensichtlich hat man dann gesagt, okay, man ist nicht ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Dann hat man gesagt, man spielt nicht. Der DAV hat reagiert, denn man wollte sich natürlich auch nicht Blöße geben. Man will auf jeden Fall spielen, wenn Chile schon mal kommt. Und jetzt hat man eine komplett neue Mannschaft hier auf den Rasen gebracht, die da vor allem aus 7er Rugby-Nationalmannschaftsspielern besteht, aber auch vielen anderen Spielern aus der deutschen Rugby-Bundesliga. Also eine ganz spannende Konstellation, die wir da heute sehen. Und was können wir heute erwarten, Martin? Ja, ich glaube, es wird sicherlich super interessant zu sehen sein, ob Deutschland in der Kürze der Zeit geschafft hat, sich einigermaßen aufeinander einzustellen. Die Hintermannschaft vom deutschen Team, da ist sicherlich viel zu erwarten, weil die Jungs natürlich auch neben 7er Rugby normal in der 15er Bundesliga unterwegs sind und alle sehr starke Spieler sind aus dem 7er Kader. Sicherlich ist es schwierig bis fast unmöglich, natürlich in der Kürze der Zeit einen eingespielten Sturmkader auf die Beine zu stellen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, gilt absolut das Motto, wie von den Spielern auch schon ausgerufen, jetzt erst recht. Und ich glaube, die Jungs, die hier auflaufen, die brennen dafür, für ihr Land zu spielen und verdienen allen Respekt. Und deshalb, glaube ich, schauen wir mal, was sie aufs Feld zaubern können. Also die deutsche Rugby-Nationalmannschaft in einer völlig neuen Konstellation in den schwarzen Trikots. Chile in den roten Dresses. Wir spielen wie immer 2x40 Minuten und sind gespannt, was in diesem Test wirklich zu sehen sein wird. Ja, und ich glaube, der Anfang sieht hier schon mal gut aus. Deutschland versucht, das Spiel hier in die Hälfte von Chile zu verlagern erstmal. Und jetzt kommt das natürlich, was gefährlich ist, nämlich wenn die 7er Jungs mal ins Laufen kommen, dann sehe ich da durchaus Potenzial, auch ein, zwei Linienbrüche zu schaffen. Mit der 15 haben wir gerade schon Bastian Himmer gesehen, ein sehr laufstarker, ein sehr intelligenter Spieler, durchbruchsstark, wie fast alle, die da hinten spielen. Wir gucken kurz drauf, wer da spielt. Das ist Phil Chesney, Robin Plümpel, Ken Riggs, Tim Lichtenberg, Fabian Heimpel. Das sind alles gestandene Spieler und auch viele, wie gesagt, 7er Nationalmannschaft erfahren. Aber natürlich, was wir auch nicht wegdiskutieren können, ist der Sturm. Sicher das größere Problem am heutigen Tage, denn wir haben gerade eben mit vor Ort mal ein bisschen telefoniert, haben uns noch ein paar Infos geholt und die haben natürlich auch gesagt, nein, der Sturm, das letzte Bundesligaspiel, das ist 4 Wochen her, alle, die da momentan spielen, haben eigentlich eine längere Pause hingelegt. Klar, haben sie ein bisschen trainiert, aber nicht auf ein Spiel in der Nationalmannschaft. Das ist sicherlich nicht, klar, man kommt aus der Bundesliga-Saison und freut sich erstmal auf eine Saisonpause und kriegt dann kurzfristig einen Anruf. Aber hier sehen wir schon genau das, was Deutschland gefährlich machen kann. Nämlich schnelle Bälle auf die Linie bekommen und dann sind wir da tatsächlich auf jeder Position durchbruchstark und die ersten 2,5 Minuten sind gespielt und das sieht hier mal überhaupt nicht so aus, als würde hier eine uneingespielte Mannschaft auf dem Platz stehen gegen eine top vorbereitete chilenische Mannschaft, sondern Deutschland hält auf jeden Fall stark dagegen. Wird sicherlich eine Frage sein, du hast es angesprochen, ein vermeintlicher Trainingsrückstand, wie sich das dann in der zweiten Hälfte auswirkt. Aber bis jetzt gefällt mir das sehr gut auf jeden Fall. Und ankommen wird es natürlich auch auf die Standards. Das war bisher immer die Stärke der 15er Nationalmannschaft. Das haben wir in den Tests gesehen. Jetzt werden wir mal sehen, wie sie sich wirklich in der Gasse zeigen werden. Weil da war natürlich das große Problem, gerade wenn man selbst einwirft, hat man das schon einstudieren können. Ich meine, die sind vor 48 Stunden zusammengekommen, haben jetzt 2 Tage trainiert. Vincent Spies hat sich leider auch noch verletzt, das wollen wir nochmal festhalten. Er hätte eigentlich spielen sollen, wird von Raphael Dutter ersetzt jetzt. Und jetzt gucken wir uns das erste Gedränge mal an. Ja, und hier hatten wir schon den ersten Standard Gasse für Chile und direkt mal nicht geschafft, die eigene Gasse zu bekommen. Also im Moment alles super positiv für Deutschland und das macht Mut für mehr und ich hoffe, dass die Jungs sich das mitnehmen für die verbleibenden fast 76,5 Minuten. Ja, solides Gedränge hier, ganz stark. Von wegen, der Sturm kann hier nicht mithalten. Es sieht doch bis jetzt ziemlich gut aus. Und weiter bleibt der Ball in deutscher Hand. Robin Plümpel mit der 13 versucht sich da mal durchzutanken. Und mit der Nummer 1, Paul Weiß. Bitte nicht von den Nummern so ein bisschen irritieren lassen. Es gab ein bisschen Probleme mit den Trikots. Deswegen sind einige Nummern ausgetauscht worden. Nicht jeder spielt mit der Nummer auf der Position, auf der er sich dann auch wirklich befindet.
Ja, mal mit der 6 eben Raphael Dutta, der eben jetzt noch schnell eingesprungen ist, nachdem sich Vincent Spies eben verletzt hat. Raphael Dutta von der Nottingham Uni. Ja, schade hier jetzt leider mit einem Vorwurf, aber auch da war wieder zu sehen, glaube ich, was Deutschland als Konzept so ein bisschen verfolgt und sicherlich auch verfolgen sollte. 2-3 Phasen über den Sturm spielen und dann möglichst schnell versuchen, die Breite zu kriegen. Und wenn er den fängt, dann brennt es da ganz schön schon mal in der Hütte von Chile. Und auch das Tempo gefällt mir gut, was Deutschland spielt. Nicht hektisch ins Spiel reinkommen, sich die Zeit lassen, gerade wenn die Lauflinien noch nicht so gut aufeinander abgestimmt sind, ist das sicherlich ein probates Mittel, eher ein bisschen ruhig zu spielen, bevor ich die Bälle mir um die Ohren schieße und versuche, auf Tempo zu spielen, was ich dann nicht halten kann. Wir sind in Offenbach. Es hat ganz schön geregnet vorhin, das haben wir sehen können. Ich glaube, gerade jetzt schüttet es auch noch ganz schön. Kann natürlich auch ein Problem werden, denn ich denke mal, gerade wenn du Siemer erfahren bist, dann willst du eher auf Geschwindigkeit spielen. Willst du sicherlich eher auf Geschwindigkeit spielen. Und Siebener ist klassischer Sommersport. Natürlich öfter bei heißen Temperaturen unterwegs. Also viele von den Jungs ja in der nächsten Woche in Dubai. Da ist sicherlich etwas anderes Wetter. Aber ich sehe das auch als große Chance, weil insbesondere die Siebener Jungs haben sehr gute Hände natürlich. Und auch da, wenn der Ball auf die breite Seite kommt und über die Hintermannschaft geht, sehe ich da auch bei dem schlechten Wetter auf jeden Fall Chancen, das auszunutzen. Und nächstes Gedränge. Wieder wird Chile den Ball reinwerfen. Wieder stark. Ja, und da sieht man es, die Jungs feiern sich zurecht. Und selbst wir haben am Anfang noch so ein bisschen geunkt. Der Sturm wird das Problem sein. Im Moment sieht es überhaupt nicht so aus. Klarer Straftritt. Der Prop von Chile hier bricht zusammen, bringt das Gedränge zum Zusammenbruch. Und Straftritt für Deutschland in aussichtsreicher Position. Wird sicherlich interessant sein, ob sie den jetzt auf die Stangen setzen oder ob sie sogar so viel Selbstvertrauen haben, hier die Gasse zu spielen. Nee, setzt ihn auf die Stangen. Sicherlich gute Entscheidung hier. Und wenn Deutschland hier 3-0 in Führung geht, wird das sicherlich nochmal eine Schippe auf das Selbstvertrauen draufpacken. Also ich weiß, wir haben viele Experten wahrscheinlich heute mit dabei. Trotzdem auf die Stange setzen, nur einmal kurz die Erklärung. Er wird jetzt versuchen, den Ball durch die Mahlstangen durchzuschießen. Genau, durch die Mahlstangen durchzuschießen. Beim Straftritt habe ich eigentlich drei Optionen. Entweder ich kann den Straftritt auf die Stangen setzen, wenn ich den treffe. Gucken wir jetzt mal kurz. Ist drüber, oh, die ersten drei Schuss. Punkte, genau, dann bekomme ich die drei Punkte, wie hier passiert. Ich kann den Straftritt auch ins Austreten und bekomme dann selber Einwurf in die Gasse. Das ist natürlich ein wahnsinnig gutes Mittel, um Raumgewinn zu machen. Oder ich kann den Straftritt an der Stelle, wo die Strafe begangen wurde, tappen und aus der Hand spielen. Kommt im 15er aber eher selten vor. Aber dafür ist der Kerl übrigens bekannt, dass er richtig gut treten kann, Fabian Heimpel. Das ist wirklich ein super Kicker. Hat er eigentlich seinen Rücktritt ja schon erklärt, ne? Nach dem Oktoberfest 7, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und natürlich auch hier für die Jungs vom 7er eher der Dropkick, das Mittel der Wahl, also vom Tee weg. Sicherlich auch ein bisschen ungewohnt, aber wie gesagt, die Jungs spielen natürlich 15er in der Bundesliga normalerweise, von daher sollten die das alles wissen. Oh, Ball bei Chile. Ja, hier jetzt neue Regelvariante zu sehen seit diesem Jahr. Wenn der Ball noch im Ruck ist, selbst wenn ich mich legal durch das Ruck durcharbeite, darf ich ihn nicht mehr mit dem Fuß hinten aus dem Ruck raustreten. Von daher jetzt Straftritt für Deutschland. Und jetzt passiert genau das Angesprochene. Der Ball wird auf die Gasse gesetzt, um aus der eigenen Gefahrenzone, aus der eigenen 22, erstmal das Spiel wieder nach vorne zu verlagern. Also 3-0 Führung für Deutschland. Fängt ja eigentlich schon mal ganz gut an. Chile hat auch fleißig durchgewechselt. Da hat sich einiges verändert. Die waren jetzt gerade eben erst in Hongkong unterwegs, haben da ein kleines Turnier gespielt. Haben unter anderem gegen Russland gespielt, gegen Kenia, gegen Hongkong. Und davon ein Spiel nur gewinnen können gegen Kenia. Natürlich für die auch noch Umstellung. In Hongkong hat es so 20, 23 Grad gehabt. Jetzt hat es hier gefühlte, naja, so 8, 9. Und jetzt wird gedrückt. Paket zusammen. Vorteil für Deutschland, wenn ich den Schiedsrichter hier richtig gehört habe. Und auch hier muss man tatsächlich sagen, für Deutschland momentan auf ganzer Linie positiv. Also der Sturm liefert hier bis jetzt eine Wahnsinnsleistung ab. Sauberes Maul, Straftritt, Vorteil erstmal kreiert, Vorteil ist keiner rausgekommen, von daher jetzt abgepfiffen. Und jetzt wieder die Frage,
setzen ihn auf die Stangen, wobei ja, der war wahrscheinlich fast ein bisschen weit für Heimpel zum Kicken, deshalb auf die Gasse gesetzt. Und wenn sie jetzt nochmal so einen Maul ins Laufen kriegen, dann ist hier durchaus ein Versuch drin. Also ein Versuch, 5 Punkte plus die Erhöhung, 2 Punkte. Genau. Dann gehst du hier mit 10-0 in Führung. Und dann wird das auch eine ganz komfortable Geschichte. Gino Gennaro. Solide Einwerfer, sehr solide. Haben geunkt, ob er den Druck jetzt mit Fernsehübertragung und mit den Fans hier im Stadion standhalten kann. Aber wieder klasse gespielt und jetzt wird gedrückt. Carsten Lang. Bei mir sehr interessante, freche Gassenvariante. Nicht zum Maul angesetzt, sondern auf den kurz einlaufenden Spieler gespielt. Gefällt mir gut, ist variantenreich, ist frech. Hat Chile so sicherlich auch nicht erwartet. Wenige Meter unter die Mahllinie. Ich glaube, jetzt ein Vorwurf hier am Boden gepfiffen. Vielleicht kriegen wir noch mal eine Zeitlupe zu sehen. Damit Gedrängeeinwurf für Chile. Aber trotzdem, wir spielen momentan absolut in der richtigen Hälfte vom Feld. Und von Chile war bis jetzt noch nicht so richtig viel zu sehen. Und die müssen sich jetzt hier hinten raus erstmal befreien. Letztes Gedränge ist Chile zusammengebrochen. Schauen wir mal, ob sie jetzt hier unter Druck auf der eigenen 5-Meter-Linie den Ball gewinnen können. Da prallen jetzt wieder die Massen aufeinander. Ist schon mal spektakulär, dieses Gedränge. War noch nicht ganz fest, noch nicht ganz gesichert. Also Paul Weiß und Markus Bender nehmen Gino Gennaro in die Mitte. Chile läuft an. Juan Pablo Perotta hat den Ball reingebracht und in dem Fall Straftritt in die andere Richtung. Habe ich jetzt nicht ganz gehört, was der Schiedsrichter hier gepfiffen hat. Ist aber sicherlich wieder auf der von Deutschland aus gesehen rechten Seite zusammengebrochenes Gedränge. Und damit eigentlich Luft zum Atmen, aber der Chilene kriegt den Ball nicht auf die Gasse und damit offenes Feld für Deutschland zum Angreifen. Und da kommt jetzt vielleicht dann unsere schnelle 7er Nationalmannschaft zu tragen, die sie direkt versucht, nach vorne zu schieben. Marcel Pyrasch, der Kapitän, bringt den Ball erstmal hinter. Ja, hier wäre über die linke Seite vielleicht mehr drin gewesen. Oh, das Straftritt für Deutschland. Und vielleicht mehr, da gibt es mindestens mal eine Ansage vom Schiedsrichter. Da ist der Chilene auf jeden Fall mal seitlich überhaupt am Ruck vorbeigekommen, spielt den Neuner. Also da bin ich gespannt, ob da nicht mehr als eine Ansage kommt. José Tomás Munita hat da mal kurz den Turbo eingeschaltet. Also auch da, wenn, dann muss er durch den Kanal am Ruck kommen und den Gedränge halb darf er sowieso nicht angreifen, wenn der den Ball spielt. Also von daher eigentlich direkt 2 Straftritte und es gab mal die erste deutliche Ansage vom Schiedsrichter. Aber auch hier hat man gesehen, Chile durchaus verunsichert, noch nicht gut im Spiel drin. Eigentlich mit dem Straftritt eine gute Möglichkeit, sich hier aus gefährlicher Situation zu befreien. Und so hat Deutschland wieder die Chance, sich deutlich in chilenische Hälfte zu arbeiten mit eigenem Straftritt und den Druck aufrechtzuerhalten. Klar, und wieder Fabian Heimpel. Oh, auch der geht leider nicht aus. Aber guter Block. Ja, leider hinten rausgegangen, aber auch da voll reingeschmissen. Sieht man, Deutschland arbeitet hinterher am Kick. Die Jungs sind heiß, die sind präsent. Und Chile, wie gesagt, wirkt momentan so ein bisschen von der Rolle. Haben sich vielleicht natürlich auch gedacht, gegen eine vermeintliche B15, haben wir ein leichtes Spiel und wirken hier so ein bisschen überrascht, was Deutschland hier abliefert. Und schön ist auch, es sind viele Fans da. Wir gucken auf die Stehplätze, genau wo die Kamera steht. Darunter sind viele Sitzplätze. Es sind wirklich viele Leute gekommen. Man hat auch in den sozialen Netzwerken, Facebook und Co. viel gelesen. Die Helden von Offenbach war so ein beliebter Hashtag, den wir da gesehen haben. Also die Jungs werden schon gefeiert. Und auch Pyrisch hat es nochmal gesagt, wir fahren nirgendwo hin und wir wollen gegen niemanden spielen, wo wir dann einfach uns abschlachten lassen.
Und sie machen das in dieser Anfangsphase. Jetzt haben wir knapp 14 Minuten gespielt gleich. Machen das richtig gut. 3:0-Führung nach wie vor für unsere 15er Nationalmannschaft. Ja, 3:0-Führung und mehr noch. Wir hatten bis jetzt keine wirklich zwingende Aktion von Chile. Jetzt mal eine gute Angriffsplattform mit Gedränge in der Mitte. Aber wir haben zwar das letzte Mal am Gedränge Straftritt für Chile gehabt. Aber Gedränge-Einwurf für Deutschland und das Gedränge war bis jetzt sehr solide. Schauen wir mal, ob sie den eigenen Ball hier bekommen können. Sehr solide, sehr gut gespielt. Pyraš versucht da ein paar Meter gut zu machen. Wurde hier jetzt die Nummer 2 von Chile bestraft. Ich würde mal vermuten, weil er sich nicht weggerollt hat aus dem Tackle, beziehungsweise er versucht sich hier wegzurollen, rollt aber auf die Seite von Deutschland und behindert damit natürlich die Supportspieler, die das deutsche Ruck sichern wollen, dran an den Ball zu kommen. Deshalb hier der Straftritt für Deutschland und schon ist Deutschland wieder in der 22 von Chile. Thomas Dussillon, die Nummer 2. Letzte Gassenvariante, freche Variante. Schauen wir mal, was sie jetzt auspacken. Erstes Maul hat auch perfekt funktioniert. Das heißt, alle Optionen eigentlich offen. Wieder gesichert. Na, Paket angesetzt. Geht jetzt seitwärts relativ stark. Na. Leider den Ball hier nicht nach hinten durchgesteckt bekommen und sobald ein Paket ist, müssen die Spieler am Boden sich nicht lösen. Deshalb kann Chile hier den Ball blockieren, Ball ist nicht mehr spielbar und deshalb jetzt Gedränge-Einwurf für Chile. Ja, das ist ja die Regel, ne? Wegrollen sofort, Ball nach hinten durchgeben. Ja, Deutschland hat hier leider nicht im Paket nicht wirklich geschafft, den Ball an den hintersten Spieler durchzustecken und ihn somit zu schützen. Und Chile konnte sich dann so ein bisschen bis zum Ballträger vorarbeiten. Und wenn das Ganze dann noch zum Fallen kommt, ist dann natürlich sofort jemand am Ball, der den Ball blockieren kann. Und dann ist eben der Ball nicht mehr spielbar. Aber wie gesagt, wir befinden uns nach wie vor in der richtigen Spielhälfte aus unserer Sicht. Gedränge hat sich gedreht jetzt. Der Schiedsrichter moniert hier, dass Deutschland jedes Gedränge gedreht hätte. Deshalb wieder Straftritt für Chile. Schauen wir mal, ob sie es diesmal schaffen, den Sicherns auszusetzen. Und auch der Kick verhungert hier wieder ziemlich. Ist ihm ein bisschen über den Schlappen schon weggerutscht. Kick nach vorne. Aber Chile kommt ins Laufen. Nikola Bosic hat es nochmal versucht, aber wird gestoppt. Na, jetzt mal die erste längere Phase Ballbesitz für Chile und das läuft auch ein Vorteil für Chile. Wenn ich den Schiedsrichter hier richtig gehört habe. Ja. Ja, jetzt mal schauen hier. Also zumindest wenn man nach den Kicks aus der Hand geht, sollte Chile tunlichst vermeiden, den auf die Stangen zu setzen. Kicken ihn hier jetzt auch ins Aus. Der passt diesmal und jetzt ist zum ersten Mal Chile am Drücker. Santiago Videla auch wieder reinrotiert. Zuletzt den Test Auswechselspieler. Im
insgesamt 5 weitere heute in der Startformation bei Chile. Und jetzt gucken wir mal, was hier geht. Ja, und hier sehen wir jetzt beim Paket genau das, was bei Deutschland vorher nicht so gut geklappt hat. Der Ball wird sozusagen durchgegeben bis ganz hinten ans Paket. Und somit hat kein deutscher Spieler natürlich die Möglichkeit, oder es ist wahnsinnig schwierig, sich durchzuarbeiten. Und Chile macht es gut. Und Chile holt sich den ersten. Nein, ab. Da wird zu früh gefeiert. Ich glaube, der Schiedsrichter moniert hier, dass sich das Paket getrennt hat. Und deshalb quasi chilenische Spieler im Abseits vor dem Ball waren. Schauen wir uns hier jetzt nochmal an. Ist hier noch alles in Ordnung? Achtung, was passiert jetzt? Ja, schwer von da aus zu sehen. Schiedsrichter war auf jeden Fall der Meinung, dass es nicht mehr dasselbe Paket war und deshalb chilenische Spieler quasi vor dem Ballträger im Abseits waren. Glück für Deutschland. Hier war vielleicht das erste Mal so ein bisschen zu sehen, dass es gegen einen eingespielten Sturm doch schwierig werden kann. Aber wie gesagt, einfach versuchen, wie die ersten 15 Minuten in der chilenischen Hälfte zu spielen und dann kommt die Gefahr auch nicht auf. Also es bleibt nach 20 Minuten bei der 3:0-Führung für Deutschland. Direkt Deutschland im Gegenzug, sieht jetzt besser aus. Ball ist am Ende vom Mall. Und auch die deutschen Jungs kommen hier richtig gut ins Laufen. Okay, Schiedsrichter sagt jetzt, dass das Paket zum ersten Mal zum Stehen gekommen ist. Schön, dass jetzt ist der Platz verlagert. Da. Gute Option hier von Basti Himmer war es, glaube ich, der da den Grubber-Kick durchgesteckt hat. Und da war genau das, was wir angesprochen haben. Der Sturm hier gut Meter gemacht. Und dann schon die zweite freche Variante über die Hintermannschaft. Vorher auch der Crossfield-Kick. Also die Jungs probieren Sachen aus. Ja, aber sind wir ehrlich, anders geht es wahrscheinlich auch nicht. Absolut. Du musst versuchen, jetzt zu überraschen. Musst versuchen, immer wieder neue Akzente zu setzen, was zu zeigen. Vor allem zeigt es, glaube ich, dass die Spieler zu Recht Selbstvertrauen haben. Und hier keinesfalls irgendwie ängstlich in das Spiel reingehen, sondern sagen, hey, lass uns erstmal gucken, was Chile zu bieten hat und viele Sachen ausprobieren. Nächste Gasse solide gewonnen jetzt und gleich schon wieder das Paket unterwegs. Okay, jetzt wird es wieder schwierig, weil Chile geschafft hat, sich zum Ball durchzuarbeiten und jetzt den sogar geschafft haben, quasi zu klauen den Ball. Chance für Chile, sich jetzt zu befreien hier. Diesmal der Kick solide ins Aus. Erstmal einen Meter machen von Chile aus Chile-Sicht hier und das Spiel versuchen in die deutsche Hälfte zu verlagern. Aber auch hier wieder das Paket von Deutschland richtig gut in Schwung gekommen. Raúl Marín, der Nationaltrainer von Chile, schon mal Sorgenfalten auf der Stirn, das können wir sehen. Ich glaube, der hat sich schon ein bisschen mehr erhofft, gerade gegen so eine Mannschaft, die nicht so eingespielt ist. Aber da siehst du mal, was Herzblut, was wirklich Einsatzwille alles bringen kann. Oh, jetzt gucken wir mal, ob sie sich wieder was Cleveres überlegen für die Gasse. Oh, Mundschutz ausgetauscht. Oder? Gibt es ein bisschen Tape? Kontaktlinsen, glaube ich. Ah, Kontaktlinsen sind es. Ja, Respekt, die sich so da einzusetzen. Ich brauche da einen großen Spiegel für. Mit der Nummer 6, Javi Richard. Aber nach wie vor hier 20 Minuten rum. Ein Viertel vom Spiel und ich glaube, so ein bisschen glücklich jetzt. Die Gasse sah mir nicht ganz gerade aus, aber Schiedsrichter lässt es weiterlaufen. Oh,
Oh. Glück gehabt. Und jetzt kommt der Durchbruch. Hüter Nummer 14 geht nach vorne. Tim Lichtenberg. Tim Lichtenberg wird kurz davor gestoppt. Ja, da war Plümpe vor allem noch als Innenoption dabei. Wäre sicherlich gefährlich gewesen, den Pass zu spielen. Von daher die richtige Entscheidung, hier auf den Boden zu gehen, selbst wenn es jetzt nach Ballbesitz Chile aussieht. Aber trotzdem, der Supportspieler ist da. Vielleicht kommt beim nächsten Mal ja, Idee, jetzt hier eine schnelle Gasse zu spielen. Aber ist, glaube ich, die richtige Entscheidung, das Spiel hier zu beruhigen. Ja, bisher laufen die Gassen auch super für das deutsche Team. Da, wo wir gedacht haben, da müssen wir mal gucken, was sie sich für Varianten einfallen lassen. Aber da gibt es ja schon so ein paar Kniffe, die du wahrscheinlich ansetzen kannst. Ja, ist ja auch nicht so, nur weil es vielleicht nicht die Nationalmannschaft der letzten Spiele ist, sind das natürlich alles Jungs, die sehr viel Rugby-Erfahrung haben und sind alles sehr gute Rugby-Spieler. Von daher wissen die schon, was sie machen. Aber ja, Chile wird hier manchmal fast ein bisschen passiv in den Gassen. Wiedergeholt, wieder hoch rausgekommen. Ja, interessante taktische Variante jetzt von Chile, überhaupt keinen Mann ins Maul zu stellen und damit Deutschland quasi nicht die Möglichkeit geben, überhaupt hier ein Paket anzusetzen. Aber auch das sorgt nur für sehr kurze Verwirrung im deutschen Team und Ball bleibt bei Deutschland, nahe an der chilenischen 22. Mutiger Pass hier. Markus Bender hat da mal versucht durchzudrücken. Riesentyp, über 120 Kilo. Ist eher so der Typ, ich bestelle mir einen Burger und lasse zurück das Brot weg. Ich wickel mir alles im Bacon ein. Ist, glaube ich, wird auch gesponsert, habe ich gehört, von dem Heidelberger Burgerladen. Kriegt da jede Woche einen kostenlosen Burger. Also, Riesentyp aber. Eigentlich Vollzeit-Elektriker bei der Heidelberger Bergbahn. Ja, jetzt geht Deutschland so ein bisschen rückwärts im Moment. Gefällt mir trotzdem sehr gut. Die eigenen Rucks sind sicher. Der ging jetzt, glaube ich, direkt ins Aus. Deshalb, da er außerhalb von der eigenen 22 war, die Gasse an der Stelle, wo er gekickt hat. Gefällt mir trotzdem extrem gut, was Deutschland hier macht. Sicherer Ballbesitz. Wirken hier überhaupt nicht hektisch oder nervös. Lassen sich Zeit, die eigenen Bälle zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass in der zweiten Halbzeit oder mit zunehmender Dauer der ersten Halbzeit, wenn die Jungs hier das Gefühl haben, das läuft gut, sie können sich aufeinander verlassen, das Spiel auch ein bisschen schneller wird und damit sicherlich auch gefährlicher wird nach vorne. Da haben wir Markus Bender. Sieht nicht ganz so gut aus. Habe ich jetzt nicht gesehen, in welcher Situation das passiert ist. Wird aber weitermachen. Mal die Gasse für Chile. Ball gesichert. Hier von Rafael Pyrasch. Captain geht hier bis jetzt in dem Spiel mit sehr gutem Beispiel voran. Und man merkt vielleicht auch schon so von Chile, der Kick war jetzt nicht so gefährlich und Macho schon so ein. Da war mal ein unsauberer Pass dabei. Wurf von Deutschland jetzt, deshalb Gedränge von Chile. Aber diese Kick-Variante war auch schon wieder so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, da hat Chile nicht so richtig eine Idee eigentlich von der Gassen-Standard-Situation weg. Da könnte man mal einen geplanten Spielzug spielen mit der Hintermannschaft. Da in der Mittellinie einfach mal den Ball nach oben zu hauen und hoffen, dass man selber wieder fängt. Ja, zeigt auch so ein bisschen, dass Chile momentan hier einfach nicht ins Spiel findet. Sicherlich natürlich auch geschuldet
dass die deutsche Mannschaft hier bis jetzt sehr solide verteidigt und wenig zulässt. Aber jetzt heißt wieder aufpassen. Wir sind nah bei der eigenen 22. Gedränge, da sahen wir auch nicht schlecht aus bisher in dieser Partie. Aber diesmal sicher von Schiede geholt und jetzt aufpassen. Jetzt kommt der Durchmarsch und das wird der erste Versuch des Spiels. Das ist der erste Versuch des Spiels. Die Nummer 11, Franco Velarde, setzt sich durch, holt die ersten 5 Punkte für Chile. Ja, hier sicherlich ein bisschen ein Abstimmungsproblem in der Verteidigungslinie. Das war der klassisch angesprochene, einstudierte Spielzug von der Standardsituation weg. Hier der Blindside-Winger läuft hier eine kurze Crashlinie vorbei, kriegt den Pop-Pass von seinem Halb gestellt und dann gab es da ein bisschen Abstimmungsprobleme in der deutschen Hintermannschaft. Dann schauen wir mal, wird es noch die Erhöhung geben. Ja, macht das Ganze zu 7 Punkten, aber ja, die erste oder eigentlich die zweite Aktion von Chile, die gefährlich ist. Vorher Glück gehabt mit dem Paket, was schon fast zum Versuch eingelaufen wäre. Aber trotzdem, wenn wir uns den Ballbesitz angucken von Deutschland in der gegnerischen Hälfte, da sind wir sicherlich bei ja, Werten von 80% oder mehr. Wenn wir da nochmal die Chance kriegen, das in Punkte umzuwandeln und schaffen, Chile aus der eigenen Hälfte zu halten, glaube ich, gibt es hier absolut überhaupt keinen Grund, bis jetzt die Köpfe hängen zu lassen. Also 3:7, 30 Minuten gespielt. Deutscher Sicht. Aber nochmal, verkaufen sich richtig gut bisher. Absolut respektabler Auftritt. Ja, Heimpel. Heimpel hier die sichere Variante aus der eigenen 20. Zwar den Ballbesitz hergeschenkt, weil der Gegner jetzt Einwurf in die Gasse hat, aber dafür Spiel wieder verlagert in die chilenische Hälfte. Erstmal wieder versuchen, das Spiel zu beruhigen, selbst wieder ins Spiel zu kommen nach dem Versuch. Thomas Dussignon wieder mit dem Einwurf. Schwache Gasse von Chile, aber trotzdem den Ball noch gerettet. Hat der Springer irgendwo an seinen Knien den Ball versuchen müssen zu holen. Starkes Counter-Ruck jetzt hier von Deutschland, aber Chile schafft irgendwie den Ball zu sichern. Da habe ich Vorwurf gesehen, ja. Vorwurf jetzt von Chile. Ich glaube, der eine Spieler hat einfach quasi im Fang den Ball nach vorne verloren und nicht unter Kontrolle gebracht. Genau, sein Mitspieler hat ihn dann zwar noch gefangen, aber eben vor dem eigenen Mitspieler gewesen. Und wieder Gedrängeeinwurf für Deutschland und damit hat das Gedränge hier ganz außen auf der von Deutschland aus rechten Seite ist. Viel, viel Platz für die Hintermannschaft und wenn der Ball sauber aus dem Gedränge rauskommt, vielleicht mal die Möglichkeit hier selbst einen studierten Spielzug runterzuspielen und vielleicht die Verteidigungslinie von Chile zu brechen. Ja, gut gesichert. Hürasch. Ja, Chile hier, clever gemacht von Chile. Versucht den Spieler hochzuhalten, bis es zum Maul wird. Der Schiedsrichter hat das Maul schon angesetzt. Deutschland muss den Ball jetzt rauskriegen. Ansonsten Gedrängeeinwurf für Chile. Ja, muss man den Chilenen lassen, war hier clever gemacht. Direkt drumherum, ne? Ums Gedränge rum. Ja, also hier Juan Pablo Perotta von Chile, die Nummer 9, hat hier geschafft, direkt auf Rafael Pyrasch Druck zu machen und hat geschafft, dann quasi Mann und Ball zu tackeln. Und damit bleibt Pyrasch wenig Möglichkeiten. Hat hier versucht, noch das Knie auf den Boden zu bekommen, um so das Ganze zu einer Tackle-Situation zu machen. Aber da war in dem Fall Perotta zu stark und die Mitspieler waren auch schnell genug da, um dann eben die Deutschen in den Maul zu zwingen. 7 Minuten noch bis zur Halbzeitpause. Darf
wie vor 3-7 der Spielstand aus deutscher Sicht. So, und jetzt aufpassen. Jetzt aufpassen und hinten dicht machen. Wieder Chile. Chile mit dem nächsten Versuch. Chile holt sich die nächsten 5 Zähler. Vierte Nummer 11 erneut. Franco Valerde, der den Druck gemacht hat, sieht dann noch vorhin Pablo Perrotta. Und er gibt Gas und kann nicht mehr gestoppt werden von Phil Chesney, obwohl Phil Chesney ein absoluter Sprinter ist, super schnell ist, aber der hat so viel Speed mehr gehabt, der Perrotta, und so viel Vortrieb. Ja, also Chile schafft jetzt zum zweiten Mal hier von der Standardsituation weg, einen einstudierten Spielzug quasi dann mit einem Versuch abzuschließen. Lade, du hast es angesprochen, relativ ähnliches Abbild von vorher, läuft hier auch wieder eine schnelle Linie auf unsere Verteidigung. Stimmt dann die Zuordnung nicht ganz. Supportspiel von Chile dann auch gut, muss man sagen. War immer noch eine Passoption da. Sichere Erhöhung. Sichere Erhöhung durch Chile zum 14-3. Wieder ist es die 15. Tomasz Janisewski. Und für Santiago. Chile. Ja, wäre sicherlich gut, wenn Deutschland jetzt hier schafft, zumindest vielleicht noch einen Straftritt unterzubringen vor der Halbzeit und noch ein paar eigene Punkte aufs Konto zu kriegen, um Chile hier nicht weglaufen zu lassen und vor allem um moralisch einfach nochmal zu zeigen, dass man den Ballbesitz vom ersten Viertel des Spiels auch in Punkte nochmal umsetzen kann hier vor der Halbzeit. Wieder die Gefahr durch Chile. Anton Petrovic. Ja, jetzt hier der Chilene versucht, den deutschen Spieler, der überm Ruck war und um den Ball gekämpft hat, wegzuräumen. Das ist generell nicht verboten, aber hat hier um den Hals gearbeitet. Und das ist im Rugby nicht erlaubt. Bastian Himmer ist auch schon ein bisschen gezeichnet. Primär um das Verletzungsrisiko hier so gering wie möglich zu halten. Und deshalb Deutschland jetzt wieder im Vorwärtsgang. Wäre schön, wenn wir jetzt schaffen, 2-3 Phasen hier nochmal zusammenzubringen. Und wie gesagt, vielleicht zumindest noch ein Straftritt vor der Halbzeit in kickbarer Position. Das würde helfen, hier wieder das Spiel offener zu gestalten von den Punkten her. Uhr wurde kurz angehalten, Ball musste gesäubert werden. 4 Minuten noch. Bis zur Halbzeit. Not straight. Ja, hier Gasse muss gerade zwischen die beiden Mannschaften eingeworfen werden. War dann im Nachgang ein Vorwurf vom Chilenen, der versucht hat, an den Ball zu kommen. Aber da der Schiedsrichter zuerst den schiefen Einwurf von Deutschland moniert, gibt es jetzt hier Gedränge-Einwurf für Chile. Oh, starker zweiter Schaff von Deutschland hier im Gedränge. Hat nicht ganz gereicht für einen Turnover, aber zumindest Chile hier mal die Option genommen vom Standard. Das nächste Mal gefährlich anzugreifen. Der geht ein bisschen weit, geht hinten ins Mahlfeld. Ja, wird jetzt quasi totgelegt von Basti Himmer und damit 22 Meter Ankick für die deutsche Nationalmannschaft. Wieder der Job für Fabian Heimpel, Berge Heidelberg,
wie gesagt, wollte eigentlich seine Nationalmannschaftskarriere beenden nach den Oktoberfest Sevens. War ein Riesenturnier hier auch in München, hast du bestimmt auch intensiv verfolgt. Haben auch hier auf Sport 1 viel gezeigt von. Der war wahrscheinlich auch direkt ins Aus. Das hat man schon gehört, so ein bisschen beim Kick, dass der sicherlich nicht so geplant war. Und jetzt 2,5 Minuten vor Schluss nochmal die Chance für Deutschland, aus aussichtsreicher Position den Standard zu spielen. Vielleicht wie am Anfang einfach Ball runterbringen, Paket ansetzen, Meter machen und dann nochmal versuchen, die Hintermannschaft ins Laufen zu kriegen. Jetzt einen eigenen Versuch wäre natürlich balsam für die Seele und wird die beste Zeit, um den Versuch zu legen, kurz vor der Halbzeit. 2 Minuten noch. 3:14. Ja, Gassi kommt gut. Ah. Wieder Ball weg. Ja, der Offload-Versuch hier oder der Versuch hier nochmal einen Pass zu spielen war vielleicht ein bisschen überambitioniert hier. Supportspieler war da, aber auch der Verteidiger schon. Max Reinhardt kriegt die Finger nicht mehr ran. Aber auch hier sicherlich nicht zu hart ins Gericht gehen mit den Jungs. Warum nicht mal probieren, wenn der ankommt? Bist du der Held, wenn er halt nicht ankommt? Schimpfen nachher alle. Nein, geschimpft wird heute definitiv erstmal nicht. Da sind wir erstmal froh, dass überhaupt eine Mannschaft spielt und wie die sich ehrgeizig hier reinwerfen, das ist wirklich großer Sport. Also da werden wir heute nicht allzu kritisch mit umgehen. Ja, man muss tatsächlich sagen, es gibt auch nicht so viele Punkte, allzu kritisch hier mit umzugehen. Wie gesagt, vielleicht zwei Abstimmungsfehler in der Verteidigung nach Standardsituationen, aber ansonsten hat sich Deutschland hier bis jetzt mehr als teuer verkauft. Oh, letzte Minute läuft. Und auch der Ball kommt wieder nicht ins Aus. Ich wollte schon sagen, interessante Option hier von Chile. Hätte man auch antappen können und versuchen, die Zeit einfach runterzuspielen. Und so ist Deutschland nochmal im Vorwärtsgang. Klümpe. Handabwehr. Kendricks. Der landet mal bei Pyrasch. Muss jetzt hier im Feld bleiben. Wahrscheinlich nicht gelungen und es müsste die letzte Aktion vor der Halbzeit gewesen sein. Drauf. Noch ist er drin. Noch ist er drin. Und jetzt ist der Fuß verdeckt leider. Ja, ich glaube beim Ball fangen wahrscheinlich sogar ins Ausgegangen. Clemens von Runko. Mit Julio Sanka die Mannschaft betreut. Wenn sie auch nicht gedacht, dass sie jetzt so schnell nochmal eine 15er Mannschaft auf die Beine stellen müssen. Ja, Chile, schauen wir mal, ob sie hier den Ball noch spielen oder ihn jetzt ins Auskicken. Wahrscheinlich werden sie die Pause nehmen, nehme ich an. Ja, Ball wird ins Ausgetreten und damit ist Halbzeit. Halbzeitpause. 3:14 aus Sicht der deutschen 15er Rugby-Nationalmannschaft, die sich gut verkauft hat. Wir freuen uns gleich auf die zweite Hälfte. Mal gucken, ob es dann wirklich so ist, dass das konditionell jetzt dann schwierig wird. Aber trotzdem erstmal großer Sport bis hierhin. Ich glaube, das kann man festhalten. Absolut großer Sport. Wie angesprochen, Deutschland hat auf jeden Fall sehr große Phasen vom Spiel in der von unserer Sicht aus richtigen Feldhälfte gespielt. Vielleicht müssen wir noch versuchen, die Überlegenheit, in was Feldterritorium angeht, ein bisschen effektiver in Punkte umzusetzen. Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Halbzeit hier vielleicht schaffen, 2-3 Linien zu laufen über die Hintermannschaft, um dann auch mal selbst quasi die Versuche einzulaufen. Aber ja, das sah bis jetzt super, super solide aus von Deutschland und macht auf jeden Fall viel Freude für die zweite Halbzeit. Kurzes Päuschen auch für Sie zu Hause. Wir sind gleich wieder da. So, sind wir wieder.
in der Sparda-Bank Arena zu Offenbach zur zweiten Hälfte zwischen Deutschland und Chile. Wir haben eine gute erste, eine mutige erste Hälfte dieser wild zusammengewürfelten 15er Rugby-Nationalmannschaft an diesem Tage hier erlebt. Und wenn jetzt natürlich gucken, wer alles ein- und ausgewechselt wurde. Also wir sehen mit der Nummer 22 Sebastian Fromm ist drin, mit der Nummer 2 Marcel Becker mittlerweile am Start. Also da gab es schon einige Wechsel, so wie wir es auch erwartet haben, weil natürlich der ein oder andere konditionell gerade nicht auf der Top-Höhe ist. Wir haben es ja gehört, vor 4 Wochen Bundesliga zu Ende gegangen, beziehungsweise das letzte Bundesligaspiel gewesen. Und dementsprechend hat man jetzt hier den ein oder anderen Spieler schon mal wieder reingebracht. Sebastian Fromm, interessanter Spieler, Trinity College in Dublin spielt er aktuell. Den hatten wir auch schon mal bei Sport 1 im Fantalk zu Gast im Vorfeld zu den Oktoberfest Sevens. Und mit der Nummer 2 Marcel Becker im SC Frankfurt. Hat schon U18, U20 Nationalmannschaft gespielt, auch sehr junger, aber trotzdem ein Spieler, der sowieso wahrscheinlich irgendwann in die 15er Rugby-Nationalmannschaft wahrscheinlich gekommen wäre. Und Deutschland legt hier gleich wieder so los wie zu Beginn der ersten Hälfte. Straftritt, sicher auf die Gasse gesetzt, jetzt eigener Einwurf an der 22 und sofort eine gute Plattform. Und jetzt gucken wir mal, ob vielleicht direkt Sebastian Fromm hier eine Chance hat, seine Durchbruchstärke einzusetzen. Nee, hat er nicht, weil die Gasse leider verloren geht. Also wie schon in der ersten Hälfte, Deutschland in den schwarzen Trikots von rechts nach links, Chile folglich in Rot. Und Markus Bender hat einfach mal sich wieder dazwischen geworfen. Ja, auch hier tatsächlich fast eine Blaupause vom Start der ersten Hälfte. Auch da hatten wir einen Charge-Down. Ja, und sicher hat Deutschland jetzt die zweite Chance. Gucken wir mal, ob sie diesmal die Gasse bekommen können, und ich habe es angesprochen, dann vielleicht mal zum Beispiel den eingewechselten Fromm über die Hintermannschaft zu schicken, weil wir da in der ersten Halbzeit noch keine Durchbrüche gesehen haben. Haben hier gerade Sigrid Liebe gesehen vom Bayerischen Rugbyverband. Und da haben wir schon den angesprochenen Fromm mit der 22. Ball hier vom Heimpel, vorher angetäuschter Pass, dann selbst gegangen. Ja. Schöne Handbewegung, die ich jetzt gerade hier in der Kabine gesehen habe. Martin Schlemmer, der neben mir sitzt, heute unser Co-Kommentator ist. Ja, schade hier, sicherlich gute Angriffsoption für Deutschland. Leider der Support jetzt nicht schnell genug da gewesen im Ruck, deshalb hat der getackelte Spieler hier den Ball nicht losgelassen, obwohl der Chilene mit allen Rechten ausgestattet war, quasi den Turnover zu machen. Und jetzt kommt hier Chile vom Haken. Am Boden mit der Nummer 12 Francisco de la Fuente. Hat das Knie mal unter die Lupe genommen. Der typische Lachmann-Test. Der schon mal einen Kreuzbandriss hatte, weiß genau, was da passiert. Da wird mal getestet, ob noch alles da ist. Genauso wie die Handbewegung auf der Innenseite. Da wird natürlich mal die Druckstelle aufs Innenband bzw. Meniskus gelegt. Also da wird mal genauer drauf geguckt, ob alles in Ordnung ist, weil wir sehen hier rechts unten am Bildfeldrand, Bildschirmrand, der so ein bisschen wegrobbt. Ein paar Vertreter aus Chile sind da, die ihre Mannschaft unterstützen wollen. Jetzt sehen wir mal so ein bisschen die Ränge, wo ein bisschen mehr los ist auf der Stehtribüne, auf der Gegengerade, also Haupttribüne. Gut besetzt, haben wir gehört von vor Ort. Marcel Becker, wir lieben dich. Also, ist schon spannend, was jetzt für ein Support gerade auch in Deutschland, ne, vorherrscht. Man hat ja vorher immer alles darauf angelegt, den Rugby-Sport in Deutschland größer zu machen. Da ist viel Geld in die Hand genommen worden. Klar, das ging auch nur mit Geld von Herrn Wild, von Herrn Dr. Wild, der da viel Geld reingepumpt hat. Was natürlich jetzt schade wäre, jetzt will man nächstes Jahr vielleicht endlich mal die WM-Quali packen. Wird jetzt natürlich alles nicht einfacher, wenn man sieht, was da für ein Zwist, ein Trouble entsteht. Und am Ende des Tages muss man dann auch festhalten, das schadet vielleicht dem Rugby-Sport über Jahre hinweg, was da gerade passiert. Ich will da niemanden den schwarzen Peter jetzt zuschieben, bitte nicht falsch verstehen. Also klar, das ist, von außen kann man das eh nicht vernünftig durchblicken. Man hat viel gehört die Woche über, man hat viel gelesen.
was wirklich da abgelaufen ist, das wird erstmal die Zeit zeigen müssen. Aber natürlich müssen sich da alle die eigene Nase packen und mal überlegen, wie es weitergehen soll. Denn man hat die große Unterstützung bekommen ja eigentlich vom Weltverband. Das heißt, mal ein bisschen zu pushen. Ja, ich glaube, du hast es angesprochen, was sicherlich wichtig ist oder schön wäre jetzt, wenn sich alle beteiligten Parteien nochmal am Riemen reißen und schaffen, auf konstruktiver Ebene miteinander zu reden, weil nur so gibt es eine Möglichkeit, glaube ich, aus der Situation wieder sinnvoll rauszukommen. Aber hoffentlich am Ende alle dasselbe wollen, nämlich einfach den Rugby-Sport nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn man sich das Spiel hier anguckt, dann gibt es da neben der verfahrenen Situation super viel Positives zu sehen. Und wieder Fromm, stark. Der bringt das Ganze neuen Wind hier rein, muss man sagen. Ja, deutsche Mannschaft auf jeden Fall wieder tief in der chilenischen Hälfte jetzt. An der chilenischen 10-Meter-Linie. Pick and go. Jetzt, ja, Support ist da. Clever die Lücke gesehen hier, mal in den freien Raum gekickt. Deutschland jetzt hier im Gegenangriff. Oh, schöne Täuschung von Tim Lichtenberg. Oh, Support vielleicht ein bisschen später jetzt. Aber Ball gesichert. Oh, Fehlpass, schlimmer Fehlpass. Ja, ich glaube, Paul Weiß stand hier ein bisschen im Passkanal zwischen der Nummer 9. Und dem Mitspieler war dann relativ schwierig. Hier gucken wir es uns nochmal an. Ja, in dem Fall immer hier als Interimshalb sozusagen am Gedränge zugange. Hat er dann ein bisschen Schwierigkeiten, den Ball wegzubekommen. Das ist José Tomás Munita, 25 Jahre alt, der sich den Ball da geschnappt hat. Aber nicht regelkonform und deshalb Straftritt für Deutschland auf die Gasse gesetzt. Eigener Einwurf jetzt. Da gab es ein bisschen Abstimmungsprobleme. Da waren die Lifter und der Springer noch nicht bereit. Deshalb die Gasse überworfen und leider aus der guten Situation nichts gemacht. Vorteil jetzt wegen Abseits für Chile. Von daher jetzt mal freier Versuch. Können sie relativ viel probieren. Nicht mitbekommen, ob der Vorteil immer noch läuft. Auch jetzt hat das angesagt. Jetzt ist der Vorteil vorbei. Oh, stark gemacht jetzt. Markus Bender. Ah, muss dann aber leider loslassen. Hat hier sein eigenes Körpergewicht nicht mehr gehalten und in dem Moment muss er sich dann vom Ball lösen. Nächster Vorteil jetzt Deutschland. Ein bisschen schlampig hier mit der Abseitslinie. Und der könnte in kickbarer Position sein für Chile. Sewski hat sich das Bällchen schon mal geschnappt. Ja, wir haben ja jetzt gerade noch mal Paul Weiß gesehen in der Diskussion mit dem Schiedsrichter, warum er sich da lösen muss vom Ball. Und ja, Chile wird den auf die Stangen treten. Also wieder die Chance, 3 Punkte aufs Konto gut zu schreiben. 50 Minuten sind um. Ja, wäre dann 14 Punkte vor für Chile, wenn er den trifft. Das sind natürlich schon 2 erhöhte Versuche dann, die du hinterherläufst. Guter Kick. Nee,
Ich glaube, der war vorbei? Ich glaube, der ist vorbeigegangen. Ah, da habe ich mich kurz irritieren lassen, sorry. Deshalb. Ich dachte, der flog so schön. Ja, gute Flugbahn ist, glaube ich, hier seitlich rechts vorbeigegangen. Ja, ja, tatsächlich. Knapp seitlich rechts vorbei. Da er jetzt 22 Meter Antritt wieder für Deutschland. Ja, die 22 Ankick-Variante von Deutschland hier. Vielleicht nicht optimal, weder wirklich in die Tiefe, noch so, dass man direkt in der Luft um den Ball kämpfen konnte. Ja, versucht jetzt mal den Durchbruch hier mit der 2. Jetzt aber auch hier Missverständnis in der chilenischen Hintermannschaft. Der Pass war so sicher nicht gedacht. Bleiben aber im Ballbesitz. Nächstes Missverständnis, das sah jetzt nach dem Vorwurf aus. Jawohl. Damit Ballbesitz für Deutschland und vielleicht die Chance, mit eigenem Ballbesitz wieder ein bisschen Entlastung zu schaffen. So aus, als wäre Himmer jetzt tatsächlich nicht nur interimsmäßig auf halb gegangen, sondern tatsächlich quasi auf die Position gewechselt. Mal gucken, wer dann hier die 15 übernimmt, quasi die Fullback-Position. Den Ball noch rauskriegen. Ja. Da hat Chile tatsächlich geschafft, genau im richtigen Moment den Schub anzusetzen und die erste Reihe von Deutschland direkt in eine schlechte Körperposition hier gezwungen und dann ging es nur noch rückwärts und dann den Ball hinten noch rauszukriegen ist schwierig, hat hier beinahe funktioniert, aber am Ende Straftritt für Chile. Man hat jetzt leider so ein bisschen das Problem, es wird Chile die Schrauben so ein bisschen anziehen, Tempo ein bisschen erhöhen. Ja, jetzt vielleicht auch merken, dass die Kondition tatsächlich so ein bisschen nachlässt. Man hat, wie gesagt, zwei Wechsel gehabt. Sebastian Fromm ist rein, Marcel Becker ist rein. Und jetzt hier, glaube ich, den nächsten Wechsel, ja. Der 24. Ist gegangen, soweit ich das gesehen habe. Auf jeden Fall ist jetzt Carlos Soteras Merz reingekommen mit der 24. Muss man mal aufpassen. Und jetzt mal Tempo für die Hintermannschaft. Ah, der Kick ging hier leider direkt in die Arme von Chile. Und da darf Merz das erste Mal gleich wieder massiv zurückarbeiten. Bleibt jetzt für Deutschland nichts anderes übrig, als auf dem nassen Rasen quasi den Ball zurück ins eigene Mahlfeld zu bringen und tot zu legen. Damit 5 Meter Gedränge für Chile. Also hier ein besonderes Spiel auch für Merz. Ja, chilenische Mutter, chilenische Wurzeln. War klar, dass er heute noch spielen wird. Jetzt mal schauen, die ersten beiden Versuche von Chile jeweils von Standardsituationen weg. Der erste Versuch direkt von der Gedränge-Standardsituation gespielt.
die Abstimmung in der deutschen Hintermannschaft jetzt besser ist. Ränge bricht hier zusammen. Ja, das ist jetzt natürlich heute für jeden Fußballplatzwart hier. Gedränge wird ein Stück verschoben, quasi frischen Rasen zu bekommen. Nummer 16, Stefan Mau, ist auch neu im Spiel jetzt, glaube ich. Korrekt. Mit gut verteidigt, gut verteidigt. Wahnsinns Tackle von Carsten Lang hier. Und da hat Chile arg zu kämpfen, dass der Ball in den eigenen Reihen bleibt. Also nach dem Gedränge gut gespielt. Wichtig jetzt auch mal da Selbstvertrauen zu bekommen. Mal gucken. Vorwurf von Chile jetzt hier. Da gleitet ihm auch der Ball über den Finger hinweg. Aber du hast es angesprochen, das ist natürlich jetzt zu Recht hier absoluter Lift fürs Selbstvertrauen. An der eigenen 5-Meter-Linie verteidigt, dann Chile mal direkt bis zur eigenen 22 zurückbewegt und jetzt zum Fehler gezwungen. Einwurf, eigener Einwurf in die Gasse. Und jetzt vielleicht mit einem sicheren Kick das Spiel noch weiter erstmal verlagern und wieder versuchen, in die Hälfte von Chile zu kommen, um dann selber angreifen zu können. Wie gefällt dir jetzt unsere Hintermannschaft prinzipiell? Weil das war ja das im Prinzip, worüber wir gesprochen haben, dass die wahrscheinlich heute die Akzente setzen wird. Die kennen sich, das ist ihr Spiel eher. Wie gefällt es dir bisher? Ich habe das Gefühl, wir haben es ein, zwei Mal über die Flügel vor allem aufblitzen sehen. Da war in der ersten Halbzeit ein clever durchgesteckter Kick. Eine Crossfield-Kick-Variante, die zumindest interessant auf jeden Fall war. Was mir ein bisschen gefehlt hat vielleicht, ist die Durchbruchstärke und die Gefährlichkeit auf die Linie. Hier hat Chile sicherlich, wenn sie den Ball hatten, stärkere Ansätze gezeigt. Aber ja, Fromm hat hier schon für viel Wind gesorgt, viel frischen Wind gesorgt. Und zu Terras Merz, auch jemand, der sicherlich kontaktstark spielen kann. Und schauen wir mal, ob die hier vielleicht noch ein bisschen Tempo. Ja, Gasse verloren jetzt leider, wenn ich das richtig sehe. Side Entry, also wahrscheinlich von der Seite hier gekommen. Und dann mit dem Fuß dran gewesen. Ja, auch mit dem Fuß dran gewesen, wobei das, glaube ich, nicht mal gepfiffen wurde in dem Fall vom Schiedsrichter. Nee, das seitliche Eingreifen. Jetzt haben wir hier natürlich die nächste Chance, die sehr kickbar für die Chilenen ist. Oh, da hängt das nächste Pflaster weg. Also man sieht jetzt schon die ersten Verschleißerscheinungen. Sehr energische Anweisung hier an die medizinische Abteilung, die hier aber nicht so richtig eingreifen möchte momentan von Chile. Nikola Bursic ist das. Zuletzt gespielt in den USA die San Diego Breakers. Und sie versuchen es wieder. Tomasz Janiszewski. 3:14 nach wie vor. Holt er sich hier nochmal drei Zähler? Ein Kickspiel von Chile wirkt das ganze Spiel durch noch nicht so sicher. Ein paar Tritte, die sie versucht haben, auf die Gasse zu setzen, sind im Feld geblieben. Der letzte Erhöhungsversuch relativ mittig rechts vorbei am Tor. Schauen wir mal, was jetzt. Der war durch diesmal. Damit zwei erhöhte Versuche für Deutschland. Jetzt wird es so langsam zu einer schweren Aufgabe. Aber vielleicht, wenn man es jetzt schafft,
relativ schnell einen Versuch zu legen. Ist da auf jeden Fall noch alles drin. 60 Minuten knapp gespielt. Das heißt, da ist noch jede Menge Zeit. Nächster Wechsel, wenn ich richtig gesehen habe. Senzo Mbaba. Entschuldigung. Hilf mir. Senzo Mbaba. Mbane. Ich habe den Namen so oft geübt. Kommt rein vom SC Frankfurt. Ah, Chipkick-Versuch. Hier so ein bisschen misslungen von Chesney, leider. Da muss der neue Mann wieder 20 in Gobane. Südafrikaner, spielt aber schon seit Jahren in Deutschland. Hat nie so richtig Nationalmannschaft spielen wollen. Aber jetzt hat sie es dann doch nicht nehmen lassen, hier mitzuspielen. Ganz netter, ganz smarter Typ neben dem Feld. Hat mit Anfang 20 schon geheiratet. Sehr gläubiger Mensch auch. Und hier wird er hineingeworfen. He's released and played it. No issues with that. Chile kommt hier jetzt doch zunehmend ins Spiel. Ich habe es vorher schon gesagt. Ziehen das Tempo ein bisschen an. Deutlich mehr Spielanteile in der deutschen Hälfte. Wirkt jetzt insgesamt noch ein bisschen stabiler. Wirkt deutlich stabiler. Ja, Sicherheit ist da. Jetzt geht der Ball mal auf die Hintermannschaft. Jetzt muss jemand stoppen. Ah, starke Hände. So, und jetzt ist Alarmstufe Rot da hinten. Jetzt ist absolut Alarmstufe Rot, werden jetzt sicher Pick-and-Go spielen. Ja, nehmen den Ball auf. Vorteil für Chile jetzt noch dazu, abseits von Deutschland. Und das heißt, sie können hier jetzt alles versuchen. Quasi ein freier Angriff und das sieht nach Versuch aus. Chile schafft den Durchbruch. José Tomás Munita. Wenn ich es richtig gesehen habe, mit der 3. Schiebt da nach vorne. Der bringt natürlich auch ordentlich Pfund mit. Der Props, der da ordentlich schiebt. Und hier die nächsten Punkte holt für Chile. Die nächsten 15er. 22-3 damit. Ja, auch hier hat der Tempowechsel Deutschland ein bisschen zu schaffen gemacht. Chile erst 3-4 Phasen, 5 Phasen über die Stürmer gespielt. Dann Ball auf die Hintermannschaft gebracht. Da mindestens zweimal super Hände, schnell den Ball weitergeleitet von Chile. Und das war so der erste Durchbruch, der Chile schon fast über die Mahllinie von Deutschland gebracht hätte. Und dann haben es die Stürmer am Ende noch gerichtet. Und dann haben wir die erfolgreiche Erhöhung gesehen. Nochmal 2 Punkte obendrauf. Durch Thomas Janisewski. Eigentlich 24, genau, hat es jetzt oben auch umgeschaltet. 24-3 stehen für Chile. Eigenen Ankick jetzt hier wieder. Okay, war noch Vorteil für Deutschland, weil der erste Vorwurf von Chile kam. Aber es ist ein bisschen auffällig jetzt, dass Deutschland weniger schafft, über mehrere Phasen den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Das hat in der ersten Hälfte insbesondere noch sehr gut funktioniert. Schauen wir mal, ob jetzt hier von der Standardsituation vielleicht mal was geht über die Hintermannschaft. Also die einzigen Zähler bisher hin für die deutsche Rugby-Nationalmannschaft, die 15er Nationalmannschaft durch Fabian Heimpel nach wie vor. Vorne einer der Props, der besteht eigentlich nur aus Muskeln. Das ist ein irres Viech. Mal googeln, mal ein Foto von ihm raussuchen. Da sieht man nur Muskelmasse. Und hier schaffen sie es hier.
Kommt vielleicht der Vortrieb. Guter Durchbruch hier. Ah, das war doch mal perfekt gesehen von Himmer hier. Lücke gesehen, auf die Lücke gezogen. Jetzt Merz am Ball. Macht er auch 3-4 Meter. Das war das, was du gesagt hast. Na, auch mal die Lücke sehen, auch mal drauf gehen. Nicht nur vertikal, sondern auch mal richtig nach vorne sprinten. Jetzt Druck aufrechterhalten. Und sofort ist auch die Kulisse da, man hört's. Die merken jetzt auch, dass sie die Unterstützung brauchen, da unten auf dem Feld. Gebane zieht an. Also Druck ist da. Druck ist da. Jetzt auch wieder viele Phasen von Deutschland aneinandergereiht im eigenen Ballbesitz. Die eigenen Rucks sind sicher. Ball kommt immer relativ langsam hier raus aus den Rucks. Macht es natürlich der chilenischen Verteidigung relativ einfach hier, sich zu verschieben und aufzustellen. Die auch sehr solide aussieht, das muss man mal sagen. Wie sie da stehen, ist Linie 1. Sehr solide aussieht, vielleicht wäre es hier mal nicht schlecht. Vorteil jetzt für Deutschland wegen Abseits Chile. Merz tankt sich da durch. Jetzt vielleicht mal was probieren, immer noch Vorteil für Deutschland. Einfach mal was ausprobieren, geht sowieso zurück zum Straftritt im Zweifelsfall, wenn es misslingt. Versuch's nochmal. Ja, jetzt gibt der Schiedsrichter den Vorteil hier, weil Deutschland sich hauptsächlich seitwärts bewegt. Ja, offene Rucks. Deutlich sicherer jetzt wieder von Deutschland. Lange Phase mit eigenem Ballbesitz. War jetzt einfach getappt und selber gespielt. Aber bis der Ball da vom Ruck weggespielt wird, dauert mir manchmal ein bisschen zu lang. Vielleicht mal versuchen, einen schnellen Ball mit einzustreuen. Mal so wie angesprochen, hat Chile natürlich relativ einfach, sich in der Verteidigung wieder aufzustellen. Jetzt mal Ball über die Hintermannschaft. Kurzer Antrittversuch, aber wieder stehen sie da hinten sicher, die rote Wand. Gut gelesen von Chile. Jetzt mal einen Versuch von Merz. Aber von Chile in der eigenen 22. Aus der Luft gefangen und per Mark sozusagen einen Freitritt jetzt bekommt. Setzt ihn auf die Gasse und gibt damit Chile Luft zu atmen. Aber das sieht doch jetzt deutlich positiver wieder aus. 13 Minuten noch knapp zu spielen. Nach wie vor 3:24. Aussicht der deutschen Rugby. 15er Nationalmannschaft. Marcel Becker will wieder Ball ins Spiel bringen. Gasse hier wieder überworfen. Zuerst fast gesichert von Deutschland. Dann Vorteil wegen Vorwurf. Und jetzt Chile wieder gefährlich unterwegs. Wahnsinnspass hier. Nizewski versucht sich da weiter durchzutanken. Nochmal gestoppt. Aber so schnell geht es wieder in die andere Richtung. Vorteil wieder für Chile und dann können sie jetzt natürlich das nächste Mal hier auf die Stangen setzen und das Punktepolster weiter aufbauen. Ja, du hast es angesprochen, einmal nicht aufgepasst und so schnell geht das in die andere Richtung und vielleicht so ein bisschen symptomatisch für das Spiel bis jetzt. Deutschland zum Teil mit viel Ballbesitz,
in der chilenischen Hälfte, aber das Manko vielleicht, das, was man hier so ein bisschen ausmachen kann, ist, dass das einfach nicht in Punkte umgesetzt wird. Und ja, Chile deutlich konsequenter da ist, mit einem Angriff, zwei, dreimal schnelle Hände gespielt, bis zur deutschen 22 vorgearbeitet, da von Deutschland einen Straftritt quasi verursacht und Chile hat die Chance, drei Punkte zu setzen. Durch Thomas Janiszewski wieder. Ja, spannend, was wir jetzt da gerade außen mitbekommen haben. Kann jemand Basti sagen, das Spiel schneller zu machen? Ja, das, was wir angesprochen hatten hier, Deutschland zwar mit sicherem Ballbesitz, aber die Bälle von den eigenen Rucks kommen da relativ langsam weg. Und ja, das macht es Chile einfach, sich in der Verteidigungslinie aufzustellen. Und vor allem macht es Chile einfach, in der Verteidigung sehr solide zu agieren, und sie werden nicht in ungewohnte Aktionen gezwungen. Das heißt, sie müssen hier auch keine Straftritte produzieren und können deshalb über viele Phasen Deutschland hier verteidigen, ohne dass Deutschland mal die Chance hat, zum Beispiel auch auf die Stange zu kicken, selbst wenn es natürlich bei dem Punktestand jetzt nicht mehr so viel bringt. Gucken wir mal, ob Deutschland das umsetzen kann, weil die Bälle eigentlich relativ schnell da liegen für Himmer. Schauen wir mal, ob er hier die Info aufs Spielfeld bekommen hat von außen jetzt. Aber auch da muss man sagen, das Ergebnis heute natürlich auch Makulatur, darum geht es heute nicht. Sondern spannend wird eher zu sehen zu sein, ob sie das eben umzusetzen jetzt wissen. Ne? Dieses Tempo, diese Annahme. Sehr gut gesichert hier in der Luft von Chesney war es, glaube ich. Die letzten 10 Minuten sind angebrochen. Jetzt noch keine Anstalten hier von Himmer, das Spiel schneller zu machen. Jetzt mal ein bisschen schneller nach außen gebracht, den Ball. Jawohl, Sibi! Kastenweite! Und mit dem Versuch, da durchzubrechen. Ja, jetzt mal schneller gespielt. Wieder, oh, starker Chip-Kick. Jetzt mal Platz für Merz. Hat er gedacht, dass er im 1 gegen 1 was reißen kann, aber gegen den Nummer 8. So tu in dem Fall. Ist das sicherlich schwierig und leider vor von Deutschland, aber gefällt mir sehr gut. Da war jetzt der Ball mal schneller vom Ruck weg. Clevere Chip-Kick-Variante dann über die Verteidigungslinie. Auch wenn es am Ende mit einem Vorwurf endet. Ja, eine Aktion mal ein bisschen reingemischt im Spiel. Und schon wird es auch gefährlicher für die chilenische Verteidigung. Ja, wäre natürlich auch mal schön, Argentinien als Gegner hier zu haben. Das ist der Weg noch ein bisschen weit. Push jetzt hier gepfiffen vom Schiedsrichter. Also Deutschland hat angefangen zu drücken, bevor der Ball ins Gedränge eingeworfen war. Das Tackle von Carsten Lang jetzt hier zuvor. Jetzt ran. Das
ist es, was den nächsten durchgegeben mit der 23. Matthias Balbontin. Jetzt für Chile im Spiel. Wir haben es mal probiert. Genauso wie mit der 21 Sergio Vascunan. Sergio Vascunan. Nächster Wechsel bei Deutschland. Mit der Nummer 19 Felix Martell. Da haben wir ein paar Experten gesteckt, das ist Wende in 5 Jahre jünger. Guter Pop. Mächtig viel Dampf. Er hat jetzt hier knapp noch 6,5 Minuten Zeit zu zeigen, was er kann und darf auch direkt mal im Gedränge ran. Ball bleibt auf der deutschen Seite. Und jetzt ist mal Platz auf rechts außen. Gleich die Schere nach innen. Wie schnell ist Chesney bitte? Hat man da gesehen, wenn der anzieht? Ja, eigentlich ein bisschen, man hatte fast das Gefühl, vor Unglück der Pass am Anfang. Aber dann war auf einmal doch der Platz da über die Außenseite. Okay. Leicht Chesney hier zum Schluss. Er den Ball hier jetzt spielen können, aber natürlich auch clever verteidigt von Villade, der hier Mannball verteidigt und so die Offload-Möglichkeit für Chesney zunichte macht. Letzten 5 Minuten laufen zwischen dieser zusammengewürfelten deutschen 15er Rugby-Nationalmannschaft nach diesem Beben unter der Woche gegen Chile. Aber was nehmen wir mit aus der Partie? Ehrgeiz war da, Wille war da. Aber es ist natürlich verrückt, wenn du nach so kurzer Zeit direkt zu einem Spiel Nationalmannschaft antreten musst. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall bald zu sehen, dass es auch neben einer Stammformation Nationalmannschaft doch viele Leute gibt, die auf sehr hohem Niveau die Möglichkeit haben, in die Bresche zu springen und die hier von Chile keinesfalls an die Wand gespielt werden. Im Gegenteil, in der ersten Halbzeit das Spiel sehr offen gestalten können, selbst wenn Chile hier jetzt noch einläuft zum Versuch. Janiszewski. Der kann ihn nur kicken offensichtlich. Der kann auch schnell rennen. Und holt hier die nächsten 5 Zähler für Chile. Er wird am Ende ein bisschen zu hoch fast, aber wie gesagt, Ergebnis völlig egal heute. Heute geht es darum, sich arg gut zu präsentieren, zu zeigen, dass die Rugby-Familie funktioniert. Jetzt kann man dann eben für die Zukunft nur hoffen, dass sich da alle nochmal an den Tisch setzen, nochmal versuchen zusammenzufinden. Dass es auch vor allem nicht auf die persönliche Schiene abrutscht, das ist jetzt auch ganz wichtig. Kühlen Kopf bewahren, jetzt die Zeit nutzen. Und es kommen ja wichtige Spiele nächstes Jahr. Absolut. Und ich glaube, wir haben es vorher angesprochen, wenn nicht alle Beteiligten hier nochmal schaffen, ins Gespräch zu finden, gibt es einen großen Verlierer und das ist das deutsche Rugby. Und alle Jungs, die zum Beispiel heute auf dem Feld gestanden haben und die Fans, die sicherlich auch gesagt haben, zu sehr großen Teilen jetzt erst recht. Ja, man muss auch dazu sagen, die haben auch SMS von denen, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Streikenden bekommen, viel Glückwünsche. Also da war nicht nur Hate, da war nicht nur Trouble, da war nicht nur Ärger, sondern da war auch ehrlich gesagt viel Zuspruch schlicht und ergreifend. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Signal. Bisschen unter 3 Minuten jetzt zu spielen. Wird also sicher noch mal einen Ankick für Deutschland geben. Der war zu gut. Ist nicht gut, damit bleibt der Spielstand bei 32-3 für Chile. Knapp drunter.
3 Meter hoch, die Stange. Oh, stark. Eigenen Ankick hier zurückgewonnen. Und das ist doch nochmal ein absolut positives Signal, hier nochmal auf Attacke zu gehen. Aber noch wieder das Tempo, das gefordert wurde. Jetzt schnell weiter zu gehen. Letzten 2 Minuten laufen. Komm, nochmal gestoppt. Jetzt mal schnell weitergemacht. Schöner Versuch, auf innen den Ball wieder zurückzuspielen. Das ist doch jetzt mal variantenreicher. Becker gibt da Vollgas. Alles hinten. Der Überpass hier. Support ist da, Ball bleibt in deutschen Händen. Letzten 45 Sekunden. Ball jetzt deutlich schneller weg von der. Jetzt über die linke Seite, jetzt geht's schnell. Mit der 11 ist das unser Phil Chesney und er holt sich den Versuch. Das ist doch mal ein schönes Ende für dieses Spiel. Das ist mal ein schönes Ende und es ist vor allem ein verdientes Ende. Und du hast es vorher gesagt, es wird interessant zu sehen, ob Deutschland hier die Ansage von außen umsetzen kann. Und ja, ich glaube, man hat es gesehen, Himmer hat hier deutlich schneller jetzt die Bälle vom Ruck weggespielt. Aber wie er sich da auch noch durchsetzt, ist ja wirklich erste Sahne. Das ist genau die Stärke, was wir auch bei ihm so oft gesehen haben, dass er die Laufrichtung ändern kann, die Täuschung ansetzen kann, das kurze abstoppen kann. Das kann er eigentlich. Das ist der schnellste, den wir haben. Und hier hat das gezeigt. Ball auch noch mittig abgelegt, das heißt die Erhöhung auch noch drüber, ist gut. Spiel zu Ende, aber ja, sicherlich ein sehr schöner Schlusspunkt für eine Mannschaft, die es absolut verdient hat, hier sich mit einem Versuch von den Zuschauern im Stadion und am Fernseher zu verabschieden. Ja, also es war ein spannendes und interessantes Spiel, glaube ich, was wir heute gesehen haben. Es war auch schön zu sehen, wie gesagt, dass die Rugby-Familie da zusammenhält, dass viel los war, dass die Fans da waren, dass die Mannschaft hier wirklich toll gespielt hat. Also das können wir schon mal festhalten. Wir können jetzt, wie gesagt, nur den Appell einfach an alle richten, sich da zusammenzutun, die Köpfe zusammenzustecken. Man ist auf einem sehr guten Weg und will jetzt nicht wieder in die Steinzeit, wie ich es jetzt mal übertrieben formulieren möchte, zurückkatapultiert werden. Da hoffen wir einfach, dass sich da alles zusammenrauft, was eben zusammengerauft werden kann. Und dann werden wir hoffentlich noch viel Spaß haben in der 15er Rugby-Nationalmannschaft. Ich sage danke an dich, Martin Schlemmer. Ich danke, hat mir viel Spaß gemacht. Wie geht's bei dir weiter? Ja, wir haben heute gerade das Abschlusstraining im Verein gehabt, auf dem Weg nach Dubai. Auch wir werden neben der deutschen Nationalmannschaft mit einem Herren- und einem Damen-7er-Team in Dubai vertreten sein dieses Jahr. Und das ist für uns natürlich noch ein absolutes Highlight zum Jahresabschluss. Und da wirst du viele der Jungs treffen. Da werden wir die Chance haben, sicherlich viele der Jungs direkt von der Seitenlinie anzufeuern und werden das natürlich auch super gerne machen, weil vor allem auch im 7er-Rugby-Bereich die deutsche Nationalmannschaft ja hier die letzten Jahre schon ganz, ganz hart an der absoluten Weltelite kratzt. Und schauen wir mal, ja, auch dieses Jahr ja in Hongkong wieder die Chance hat, sich für die Serie zu qualifizieren. Und wir werden sicherlich viel Freude haben, die Jungs in Dubai live anfeuern zu können und parallel natürlich auch selber spielen zu dürfen. Alles, was sich dann noch tun wird im deutschen Rugby-Sport, können Sie zu Hause natürlich jederzeit auf www.sport1.de nachlesen. Da werden wir natürlich immer einen Blick drauf haben, wie die Entwicklungen sind und hoffen einfach, dass es weitergeht, in welcher Form auch immer. Aber schön, dass Sie zu Hause mit dabei waren. Danke, Martin. Danke an die Mannschaft und noch einen schönen Samstagabend. Bis bald.